Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, ich möchte euch heute nochmal zwei PC-Mods vorstellen, aber das sind jetzt nicht irgendwelche PC-Mods, sondern ich habe mich da jetzt mal an die Rockstar Newswire angelehnt. Und zwar, die haben ja gemeint, dass in nächster Zeit viele neue Updates kommen werden. Man hat ja auch Bilder gesehen vom Stunt-DLC oder beziehungsweise vom Stunt-Rennen, wo jetzt wahrscheinlich demnächst kommen wird. Und meine Vermutung ist auch, dass ein Finians and Felony 2 Update kommt. Weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mir sind da zwei Räume aufgefallen. Einmal im CEO-Gebäude und einmal im Lagerhaus. Das sind zwei Räume, von denen ich jetzt nicht so genau weiß, was die Funktion von den Räumen ist und ob man die irgendwann betreten kann. Aber meine Vermutung ist, also Jungs, nagelt mich nicht fest, falls es nicht der Wahrheit entspricht, ist nur meine persönliche Vermutung, dass die zwei Räume irgendwann einen Nutzen haben werden. Und dazu braucht man halt ein Finians and Felony 2 Update. Und ihr seht ja schon im Hintergrund, mit was für einem Auto ich fahre. Das ist der Prototipo. Der wird jetzt bald auch ins Spiel kommen. Es wird auf jeden Fall das teuerste Fahrzeug im ganzen Spiel werden. Und das passt eigentlich nur zu einem Finians and Felony 2 Update, wie ich finde. Und ich zeige euch jetzt gerade mal die zwei Räume, wo ich gerade eben erwähnt habe. Kommen wir nun also zum ersten Raum, und der befindet sich in jedem CEO-Gebäude. Ich habe mir extra jetzt hier gerade mal das günstigste gekauft, um zu schauen, ob der Raum auch wirklich da auch vorhanden ist. Und zwar hier. Ich weiß nicht, was für ein Raum das ist und was für ein Zweck der jemals erfüllen sollte oder warum man sowas überhaupt programmiert. Also, man hat ja auch extra noch eine Tür hingemacht, wie man das sieht. Und wenn man auf die andere Seite läuft, Moment, da hänge ich jetzt gerade noch an dem blöden Sofa fest. Ja, es dauert hier alles ein bisschen länger. Hier sehen wir auf jeden Fall noch die zweite Tür, und ich weiß nicht, ob da Rockstar sich irgendwas geplant hat, weil wenn man jetzt mal die Karte öffnet, sieht man ja auch den Raum. Klar, er ist jetzt grau hinterlegt. Grau hinterlegt heißt eigentlich normalerweise irgendwas nicht Programmierbares, was so als Platzhalter dient. Genauso wie der Tisch hier, da kann man auch nicht drin laufen, und deswegen ist er auch grau hinterlegt, so wie das jetzt hier. Keine Ahnung, ob der Raum irgendwann mal einen Sinn hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei dem nächsten Update, also das ist nur meine Vermutung, dass da was ins Spiel kommt. Im Moment ist nichts im Spiel, das zeige ich euch nämlich jetzt hier in diesem Beispiel. Ich habe mir mal hier diesen Wohnbereich nicht zugelegt. Und da ist die Türe auch zu, und hier auf der anderen Seite ist die Türe auch zu. Aber wenn ich dann dort Start drücke, sehe ich, dass sich hinter dieser Tür irgendwas befindet, weil es hellgrau hinterlegt ist. Deswegen, ja, im Moment ist da, glaube ich, noch nichts drin. Das heißt, mit dem Wall Breach oder sowas, wenn sowas gehen würde an der Stelle, würde man wahrscheinlich nichts finden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da in naher Zukunft irgendwas reinkommt. Und jetzt zeige ich euch mal noch den anderen Raum im Lagerhaus, wo ich vermute, dass da vielleicht noch was reinkommt. So, jetzt sind wir mal im großen Lagerhaus angekommen. Ich weiß nicht, ob dieser Raum in einem kleinen oder mittleren Lagerhaus auch vorhanden ist, weil ich habe eigentlich jetzt nur das große gekauft, und den kleinen und den mittleren habe ich von innen noch gar nie gesehen. Und zwar, wie ihr seht, ist auch hier hinten so ein kleiner Raum, der entspricht der Größe etwa von dem anderen Raum. Und auch dort ist eine Tür, die man nicht betreten kann. Und wenn ich jetzt gerade mal Start drücke, da seht ihr auch, dass es hier wieder so ein sinnloser Raum ist. Diesmal ist aber die Tür nicht so krass programmiert wie im CEO-Gebäude. Leider auch grau hinterlegt, von dem her im Moment noch nicht programmiert. Aber man weiß ja auch nicht, was sich da noch ergibt. Was ist denn das für ein heißes Geschoss hier? Ja, Junge, Junge. Hoho. Oh, wenn ich mit dem fahren könnte, das wäre geil. Oder, Jungs? Also, das sieht immer richtig geil aus. So ein Fahrzeug soll es mal, ja, in GTA 5 geben. Hammer. Jetzt gucke ich gerade mal, wie schnell das Ding ist. Kommen wir nun also zur eigentlichen Mod, die ich euch eigentlich schon die ganze Zeit zeigen möchte. Und zwar, ihr müsst den Map-Editor öffnen, dann geht ihr auf Map laden und geht auf File Chooser und geht runter auf den Indoor, wie heißt denn, Indoor Skatepark, genau. Den ladet ihr euch einfach mit X in das Spiel hinein. Der Link zu dem Indoor Skatepark habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr auf jeden Fall mal runterladen und selber ausprobieren, und auch den anderen Mod, den ich euch gleich zeigen möchte, habe ich auch verlinkt. Also könnt ihr beides runterladen. Am besten startet ihr das ganze Indoor Skatepark hier an dieser Stelle. Dann funktioniert es eigentlich am besten. Ich suche mir jetzt noch kurz ein Fahrzeug, um dort jetzt dahinter zu fahren. Und ich glaube, ich habe schon was Passendes. Also bis gleich. Hey, oh, 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 oh.
Und weil mich das Stuntrennen-DLC so inspiriert hat, dachte ich mir, ich zeige euch einfach die Skate-Indoor-Halle. Und ich muss wirklich sagen, es ist eine richtig geile Halle. Also ich habe einige Skateparks ausprobiert, die waren alle nicht so. Also ich finde die schon richtig geil. Kleine Aufnahme, es sind jetzt ein paar Bugs drin, gerade die Holzrollen, wo die Kabel normalerweise drauf sind, die sind normalerweise nicht da. Das hat es jetzt beim Rockstar Editor irgendwie hinzugefügt, keine Ahnung wieso, die müsst ihr euch einfach wegdenken. Genauso wie die zwei Rollen, die sind normalerweise nicht auf der Rampe, deswegen seht ihr auch im Video, dass ich da einfach durchfahre, als ob die nicht da sind. Weil so ein Stuntrennen-DLC ist für mich eigentlich mehr was mit BMX fahren oder so, sowas verstehe ich halt. Oder vielleicht auch Inline-Skates oder sonst irgendwas, anstatt mit Supersportwagen auf so großen Rampen rumfahren. Ich weiß nicht, das ist, sowas kommt mir einfach authentischer rüber. Deswegen dachte ich mir, ich zeige es euch mal. Und was wäre die beste Mod, ne, mit Skatepark ohne das richtige Vehikel, sage ich mal. Weil mit diesem Fahrzeug, das klappt natürlich nicht so gut. Deswegen habe ich auch das passende Vehikel, sage ich mal, natürlich auch für euch parat. Deswegen steige ich hier mal aus, schön am Hundezwinger. Ich weiß zwar nicht, was die Hunde hier wollen. Keine Ahnung, vielleicht beißen sie die Menschen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt die zweite Mod mit dem passenden Vehikel dazu. Oh, this new crazy mother... Und die zweite Mod aktiviert ihr einfach, indem ihr die Taste J drückt, um das Skateboard in die Hand zu nehmen. Und dann drückt ihr die K-Taste und schon stellt ihr euch drauf und könnt schon Gas geben und so ein bisschen durch die Karte heizen. Also ich finde es richtig geil, die Mod. Das hat so Kindheitserinnerungen in mir geweckt, weil damals habe ich Tony Hawk 1 auf der PS1 gespielt. Also was heißt gespielt? Ich habe es gesuchtet ohne Ende, obwohl ich selber mit Skaten nicht so viel am Hut habe. Aber ich fand es einfach geil, das Spiel. Und jetzt sowas in GTA 5 reinzubringen, das wäre mega fett. Und deswegen auch der Wunsch an Rockstar, wenn ihr das Stuntrennen-DLC rausbringt, bringt noch mehr Fahrzeuge raus, die wirklich was mit Stuntrennen zu tun haben und nicht nur einfach Sportwagen, die über Rampen fahren. Und ja, keine Ahnung, also sowas würde ich richtig in GTA 5 feiern. Und falls es mal mit dem Fahren nicht so klappt, könnt ihr das wirklich immer noch wirklich als richtig krasse Waffe benutzen. Ich bin an der Stelle erstmal raus. Die Links sind alle unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, lasst ein Like da, abonniert mich. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.